So, willkommen zurück zu Super Cat Tales 2. Einige fragen sich, was passiert ist, und direkt kommt direkt ein Zinn-Level? Naja, Captain Lace spricht. Ich sehe diese lästigen Katzen. Macht euch auf einen an. Front. La. Was? Frontalangriff bereit. Finden wir doch heraus, ob Katzen wirklich neuen Leben. Och, ja, Captain Lace halt. Was wollte ich jetzt sagen? Also, ich entschuldige mich nochmal für das eine, was ich meinte, zu dem 50-Abo-Special. Und zwar, habe ich leider nicht in der letzten Folge gesagt. Und was ist das denn für ein fettes Vieh? Egal. Was ich dazu sagen habe, war, es tut mir nochmal leid, dass ich auf einmal so komisch drauf war. Ich hatte es irgendwie vergessen. Sorry. Und hab dann nicht durch danach gedacht, sondern war ehrlich gesagt ein bisschen anders drauf als sonst und hatte es nicht mehr genau im Kopf. Und was hatte ich jetzt dazu sagen? Naja, es tut mir nochmal sehr leid, meine Damen und Herren. Auf jeden Fall möchte ich jetzt gerne was zu sagen. Und zwar wird das 50-Abo-Special so ablaufen. Oh, das ist mir noch guter. Was ich zu sagen habe, ist, ich werde natürlich Super Cat Tales 2 nochmal zu 100% durchspielen, aber ohne die Hauptstory. Nein, ich werde es dann ein bisschen anders machen, und zwar werde ich es ein bisschen verändern. Und zwar ungefähr so, dass ich einfach nur die 100% zwar schon gespielt habe, aber ich muss mal nochmal streamen. Nur so aus Langeweile halt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also ihr wisst schon mal, nicht vergessen für abonnieren. Das war so lost gerade. Nein, nicht den Schild kaufen. Das kann man nie. Rauf mit Glück! War das, habe ich das gerade ernsthaft gemacht? Wie peinlich, Alter. Egal. Oh. Und es ist die erste Glocke. Was sind das überhaupt für komische Zinn-Dinger? Sind überall mit Stacheln bedeckt. Wahrscheinlich hat sich Captain Lace mal sein... Wahrscheinlich hat er so Nord-Iridiums Bankkonto so leer geräumt. Und dann so, ach scheiße auf den Iridium. Der irre Typ, der weiß doch gar... Den Typen, den muss man mal das Geld abziehen. Ich höre eine Katze. Ich höre eine Katze. Ein Kätzchen höre ich. Um Not. Ja, genau, das ist auch noch was Neues. Das werde ich auch noch später dazu sagen. Aber ich muss mich erstmal beeilen. Ah. Irgendwas ist das? Da oben ist was. Ich sehe es genau. Da einfach mal ein kleines Kettchen an. Klar, ja, wie komme ich da hoch? Keine Ahnung, wie ich da hochkomme. Mit dem will ich mich bestimmt nicht anlegen. Den. Nicht mal, aber ich muss. Weil ich hab doch Luna, ne? Ja, genau, Luna, die kann doch keinen Schaden tun. Hehe, du kannst mich nicht treffen, du Spaß. Oh Gott, was? Nein, das ist schon wieder so. Du verpisst dich mal aus unserem Land. So, ich wollte Alex. Das ist die Kletterkatze hier im Team. Oh mein Gott. Nein. Oh, war das gut. Gut, komm. Helf deiner Katze.
Ja, dazu muss ich gleich was sagen. Und zwar, wenn ich diese Katzen... Nee, hab ich die auch gerettet. Erfolg freigeschaltet. Oh. Verirrte Katzen. 10.000 XP, Alter. Ehre. Alter, ihr habt Ehre, Google. Ich dummer... Nein! Warte, jetzt. Ja, geh du lieber... Ja, ich hab gerade irgendwie Brummen gehört. Ist da irgendwo eine Glocke? Ich sehe hier keine Glocke. Hallo, Glocke. What the fuck? Oh Gott, da oben ist sie einfach. Mein Gott, ich bin so 300er IQ. Eigentlich glaube ich, braucht man. Nee, man muss eigentlich sogar. Panzer fahren! Ja! Oh, wir sind nicht in Russland. Panzer fahren! Ich kann die Bäume kaputt machen! Geil. Wie willst du denn da durchkommen, wenn der die ganze Zeit schießt? Ach so, ich hätte darauf schießen müssen. Das wüsste ich doch nicht. Oh, Alter, kriegen die Damage. Bam. Boah, dieser Keck, Alter. Mann. Okay, das... Okay, ich verstehe. Du musst auch gegen... Okay, wo ist die dritte Glocke? Wetten, ich hab wieder die dritte Glocke verpasst. Wetten, ich hab die wieder verpasst. Wetten, ich hab die verpasst. Definitiv. Nun, jetzt geht's in ein Dorf und zwar Altes Kloster. Hey, die sehen aus wie von Wir müssen aus von Yu-Gi-Oh! Ich kann nicht mehr Deutsch reden. Die von Yu-Gi-Oh! Aus. Willkommen in unserem alten Kloster. Oh, der mal dieser komische Arbeiter. Da sehe ich gerade der Typ da. Es ist hier sehr friedlich. Abgegeben von den Ogern, die sind so gruselig. Oh, ein Panda! Ein Panda! Ich sei ein Oger. Du gehen weg oder Oger dich fressen. Nein, danke. Ich hab schon gegessen. Und dann fresse ich dich auf. Nein, um Oger dich essen. Ich esse gleich deine Mom. Hier brauchen wir einen anderen Charakter. Seht ihr es? Das ist so klar, ne? Es gibt da unten noch so zu sehen. Hä? Okay. Was? Unser Mentor fehlt ein Puzzleteil. Hast du es gesehen? Ein Puzzleteil? Was denn für ein Puzzle? Ich kann nur Puzzle. Oh, da oben ist Glocke. Glocke. Okay. Wie der aussieht, Alter. Wie so ein alter Opa, wie geil. Willkommen, junger Entdecker. Was führt dich in unserem Kloster? Wir suchen nach einem Weg, um in den Wassertempel zu gelangen. Wir müssen das Geheimnis des Mondkristalls lüften. Geheimnis? Das Leben selbst ist ein Pfad voller Geheimnisse. Wie dieses Puzzle hier. Wahrscheinlich hat er sich das von Lidl gekauft. Mir fehlt das letzte Teil. Ohne wird sich mir bald das Bild niemals verschließen. Es ist ein Geheimnis.
Ja, ist ja gut, ey. Chill mal. Hör mir zu. Ich besitze den Schlüssel zum Wassertempel. Finde das fehlende Puzzleteil und er gehört dir. Okay, danke. Mann, ist das ein ehrgeiziger Spaß. Erst will er mir hier sowas Geiles anbieten, so ein Key anbieten. Und dann später schreit er mich an und sagt, jetzt gib die Scheiße. Du kriegst die Scheiße aus, wenn du deine Bahn so abwickst. Naja. Wir brauchen noch 2 Level, dann sind wir im Wassertempel. 96 haben wir bis jetzt. Gut. Dann zeige ich euch jetzt noch die Secret, die Katze, die man freischalten kann, wenn man die 4 Babykätzchen freigeschaltet hat. Bis gleich. Und zwar hier im Neko-Haus. Da kriegt man eine Katze freigeschaltet, wenn man alle 4 Babykätzchen gesammelt hat. Jetzt guckt euch mal an. Hey, danke, Alex. Du hast eine Kätzchen gefunden. Ich bin bereit, mit euch anzuschließen. Wer ist sie? Amy. Tritt dem Team bei. Oh. Nicht vergessen, ich passe durch jede enge Durchgänge. Passt du auch durch Sabrinas engen Durchgang? Weil wenn ja, da musst du mal suchen. Ich hab einen Schlüssel drin verloren. Hat keiner gehört, okay? Das ist jetzt normal, wenn ich falsch denke. Ich hab nichts gesagt, okay? Ich hab nichts gesagt. Ich hätte lieber meine Schnauze. Hä? Nein. So, dann sehen wir uns jetzt wieder im Wald. So, da wären wir wieder. Und jetzt machen wir mit dem weiteren Teil. Welt 5, 6. Rückkehr des... Okay, ein Sumpf. Ich brauch Brille. Jetzt haben wir schon... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh Gott, schon 6 Katzen. Geil. Und Olli ist natürlich der Charakter, der jeden umhauen kann. Und direkt mal erste Glocke gefunden. Alles klar. Wieso denn nicht? Aber wie komme ich da rein? Komme ich auf diesen Baum hin? Ja, das ist jetzt eine komische Frage, ne? Wahrscheinlich, ne? Man braucht den Ballon hierfür. Definitiv den Ballon, oder nicht? Nimm die Katzen. Oh Gott. Alex leicht gewischt. Nein, Alter, du musst den Spasten da killen, Alter, was mache ich nur falsch? Du wirst mir nicht mehr deine Kacke ab. Direkt zu Olli wechseln. So, der ist jetzt schon mal tot. Jetzt wechsel schnell zurück zu Alex. Und dann... Oh, okay. Oh Gott, was? Hä? Wie willst du da hochkommen? Nochmal so. Ihr wollt verarschen, Leute! Ja, genau so macht man das. Genau. Nein! Wenn du jetzt runtergefallen wärst, ich hätte dir die Katzen-Minze heute nicht gegeben. Aber ich mag doch Katzen-Minze. Ja, da hättest du vorher dran denken müssen, bevor du hier so ein Affentheater gemacht hast. Was ist das für eine Kacke? Jetzt komm. Mir reicht's langsam, Alter. Was sind das für...
Was ist das für blaues Zeug, was die abspritzen? Ich will es nicht wissen, Alter. Ich will es... Ist dem gerade ein Ei ins Wasser? Bah. Nein, nicht eine Timeframe-Mission. Ich glaube, ihr seid doch wohl geistig. Nein, dafür braucht man das Puzzle. Nein. Ohne mich. Ich glaub, ihr habt doch wohl einen Arsch offen, Leute. Ich glaub, ihr tippt euch nicht mehr. Leck mich doch am Arsch. Leck mich am Arsch, weißt du? Ich könnte jetzt ernsthaft mein Handy so packen und aus dem Fenster schmeißen. Aber eine Timeframe-Mission? Eine Mission auf Zeit? Ich kriege mich nicht. Ich bin nicht mehr. Nein. Oh, Mann. Und das hasse ich auch nicht. Zum Glück, Alter. Okay, waren das beide Schalter? Jetzt schnell. Beeilung. Oh, dieser blöde Kackvogel, Alter. Hier reingeschickt. Ja. Schon mal von Schwimmen. Boah, Olli, Alter. Der ist der Boss in HD. Genau, jetzt laufen. Auf die Plattform. Sofort zu Alex wechseln und... Lauf. Gut. Nein. Oh Gott. Na! Oh Gott, war das dumm von... So, da sind wir wieder. Ich kann immer noch nicht fassen, dass mir dieser Scheiß wirklich passiert ist. Alex, komm. Du machst es nicht mehr mit mir. What the fuck? Hör, bei mir ist irgendein Glitch. Jetzt kann ich wieder richtig gut laufen. Das war grad so peinlich. Oh, hey, ich hatte doch... Was war das denn gerade für ein Glitch? Nein, Kuh, bleib. Ein Schäufel als Rüstung. Hier muss ich laufen. Ja, klar, war das, das war so klar, ne? War halt so klar. So. Dann werden wir in der nächsten Folge dem Opa sein Puzzleteil zurückgeben. Und nochmal ins Dorf mit Amy darum gehen. Dann hätten wir das auch fertig. Dann sag ich mal, bis zur nächsten Folge. Und denkt immer dran... an das 50-Abo-Special. Abonnieren und Glocke aktivieren. Dann könnte ich auch das 50-Abo-Special machen, meine Damen und Herren. Bis später. Bis dann und ciao.